Oh Gott, kriege ich den genauen Wortlaut hin? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bla 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 und bin so schlau als wie zuvor. Es ist echt. Warte. Moment. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ich bin gleich wieder da. Das kann doch nicht angehen hier. Meine Güte. Ich weiß, glaube ich, dass der Reim auf das zuvor Tor ist. Also, ich Tor. Bin so schlau wie zuvor. Alter, das müsste man eigentlich wirklich fast auswendig wissen. Genau. Habe nun acht Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie. Durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Das trifft das einfach perfekt. Davon abgesehen, dass ich es ziemlich peinlich finde, dass ich das nicht auf Anhieb konnte und auswendig. Ich habe den Schmarrn ja gelesen. Oh, stand sogar genau das auf der Rückseite, was ich jetzt vorgelesen habe. Top. Also. Recap-Hefte sind durchaus gut. Und das gleiche trifft doch aktuell auf unsere Wissenschaft zu. Hey, wir untersuchen alles, um danach genauso blöd zu bleiben, wie wir es jetzt auch sind. Warum lassen wir es nicht einfach? Würde alles viel einfacher machen. Einfach mal die Tatsachen akzeptieren. So wie Peter Lustig das auch gemacht hat, den Löwenzahn. Er hat einfach alles so wie es ist akzeptiert und versucht damit sich am besten zurechtzufinden. Und eventuell durch mehrmals um die Ecke denken, praktischere Lösungen zu finden, als die Lösungen, die schon da sind. Das ist cool. Und das ist auch intelligentes Handeln. Und nicht einen weltweiten Schwanzvergleich anzetteln mit wer kann mehr erforschen. Wer hat bessere Kraftwerke und danach feststellen, oh Gott, Atomkraft ist doch gefährlich. Eieieiei, hoppla. Wir haben gerade die ganze Welt zerstört, hoppla, ja, jetzt wissen wir, dass das vielleicht doch nicht so genial ist, ne? Wow. Ja, in der Theorie. Eine Kernschmelze tritt nur alle 10.000 Jahre auf. Waren kurze 10.000 Jahre zwischen 1986 und 2009? War Fukushima 2009? Gott, ich war. Nee, das ist zu weit. Das ist. Nee. 2009 war es nicht. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ja klar, tritt nur alle 10.000 Jahre auf. Ja, genau. Wer auch immer das sich errechnet hat, das stimmt nicht. Ja, davon abgesehen, dass man für die Entsorgung von dem Kack, der da entsteht, nicht mal im Ansatz eine Idee hat. Also ich hätte schon eine Idee, aber das wäre vermutlich etwas sehr teuer, wenn man das umsetzen würde. Wäre allerdings eine sehr umweltfreundliche Entsorgung. Gut, umweltfreundlich ist jetzt relativ. Es pumpt Tonnen an CO2 in die Atmosphäre. Aber wir sind den Blödsinn dann wenigstens auch los. Und haben ihn nicht unterirdisch irgendwo verstaut. Und hoffen einfach, dass es nicht ins Grundwasser sickert. De facto sieht aktuell unsere Atommüllentsorgung so aus. Wir stellen es irgendwo unter die Erde und hoffen, dass es da nicht ins Grundwasser kommt. Was im Fall Asse ist schon mal sehr, sehr, sehr gut geklappt hat. Nämlich gar nicht. Und das wird in jedem Salzbergwerk passieren. Weil jenes Bergwerk damit zu kämpfen hat, dass Wasser eindringt.
Deswegen hat jedes Bergwerk auch eine Pumpe. So. Was passiert mit Wasser in einem Bergwerk? Boah, es läuft nach unten. Und was passiert, wenn es unten angekommen ist und nicht versickern kann? Richtig, es staut sich. Davon abgesehen, dass die Fässer aus Metall sind und das schön rostet da drin. Was passiert, wenn dann das Wasser steigt? So lange, bis es dann irgendwann raus kann? Richtig, dann geht's raus. Und wo ist es dann? Im Grundwasser. Was hat man dann genau? Richtig, das, was man auf keinen Fall haben wollte. Deswegen sind Bergwerke ein ziemlich ungünstiger Ort, um sowas aufzuhalten. So, nächster Punkt. Wo könnte man da drin schmeißen? Ja, prinzipiell kann man sagen, in unserer Erde passiert das gleiche wie auf der Sonne im Erdinneren, nämlich Kernfusion. Dadurch wird übrigens auch das Magnetfeld aufrechterhalten. Und das ist jetzt nur so ein Funfact am Rande. Ich will nicht auf was anderes raus. Kernfusion hat auch ein bisschen was mit Radioaktiv. Nee, glaube ich. Egal. Ist halt jedenfalls Fusion. Und zumindest auf der Sonne ist das hochradioaktiv. Glaube ich. Mal gelesen zu haben. Von dem her könnte man natürlich schon mal so von der Idee her das Zeug theoretisch bequem auf die Sonne schießen und dort macht es keinen Schaden. In der Praxis ist das jetzt nicht so gut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die Sonne trifft, ist jetzt nicht gerade hoch, aber prinzipiell würde es eigentlich schon reichen, das Zeug einfach irgendwo in den Weltraum hinzuschießen. Es würde auch schon am Mond reichen. Sind wir mal ehrlich. Hey, wir werden den Mond nie besiedeln. Weil, wie willst du es machen? Außer eine fette Glaskuppel dahin zu stellen, auf die Seite, wo von der Sonne beschieden wird, in der man dann hofft, mittels Treibhauseffekt und eine Pflanzenwelt und Wasser, das man da erstmal hochbringen muss, eine halbwegs funktionierende Welt in einem Glaskasten zu züchten, so à la Flaschengartenprinzip. Mehr Leben als so kannst du da oben künstlich jedenfalls schon mal nicht erschaffen. Ne? Also, den ganzen Kack, der auf der Erde nur Schaden anrichtet, könnte man doch einfach auch mal bequem auf dem Mond lagern. Da kann das dann von mir seine Halbwertszeit fünfmal so lang dauern. Weil, hey, juckt eh keinen. Da oben ist niemand. Da oben kann auch niemand sein. Ja, also, da oben ist es arschkalt. Es gibt Licht, aber kein Wasser. Woraus soll man Energie gewinnen? Ja. Würde sich doch perfekt für eine Deponie von Gift aller Art eignen, mit dem man die ganze Welt dreimal auslöschen kann. Da oben ist es sicher. Ja. Wäre zwar teuer, aber extrem effektiv. Es ist, ja, durchaus bezeichnend, dass das niemals funktionieren wird. Einfach nur aus dem Grund. Weil, keine Ahnung. Weiß ich selber nicht, warum es nicht funktionieren wird. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht funktionieren wird. Weil wieder irgendjemand sagt, halt, nein, da habe ich was dagegen, weil ich will den Mond noch besiedeln. Keine Ahnung was. Der Mund gehört mir. Da wird nichts gemacht. Ja, ja, ist klar, ne? Was man jedenfalls aber mal Entsorgungsmöglichkeiten für Atommüll
die auch wirklich funktionieren würden. Zwar schweineteuer, aber hochgerechnet, sind wir mal ehrlich, viel billiger ist eine 10.000 Jahre lange Wartung von Minenschächten, dass kein Grundwasser reinkommt. Nur, weil wir keine Lösung für selbstverursachte Probleme haben. Ist ja viel billiger als einmal ein Flug zum Mond, wo man dann, was weiß ich, 3-4 Tonnen auf einmal wegschaffen kann. Ist das jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht auswendig, oder ich weiß überhaupt generell nicht, wie viel Atommüll auf der Welt aktuell so rumgurkt. Ja. Aber die Mondshuttle-Flüge sind erstmal begrenzt. Also wären erstmal begrenzt. Und wenn man da mal so sich anschauen würde, wie viel Atommüll nachkommt. Man, sagen wir mal, sagt, man hat Transportfähren, das muss man dann halt mit keinem Gefahrgut austesten, wie hoch man die beladen kann, pipapo, ja. Dann kann man damit dann schon mal nachgucken, wie viele Flüge man ungefähr im Jahr bräuchte. Um das umzusetzen. Und ich glaube, man kommt auf vielleicht 10. Die Flüge und 10 weitere Flüge in Weltraum. Machen, denke ich jetzt mal, nicht so extrem viel mehr Umweltbelastung auf. Also, brauchen wir jetzt mal nichts sagen, aber ich halte das eigentlich tatsächlich für ziemlich für die einzige mögliche, einigermaßen realistische Entsorgungsvariante für Atommüll. Ein weiteres selbst erschaffenes Problem des Menschen. Gut, welche Höhe denn, oder? Okay, das heißt, 2 müssen höher. Oh Gott, das Feld wird schon mal nicht gerade klein. Aber was auch auffällt, ist, dass es hier extrem hoch wird. Also wirklich extrem hoch. Oh Gott, wie ich das halbwegs schön in die Landschaft einbringen will, ist mir ein Rätsel. Aber wir sitzen jetzt hier jetzt vielleicht 1,5 Stunden dran, mit ein paar technischen Zwischeneffekten. Aber, und ich muss sagen, hat auch alles super geklappt bisher, oder? So, hier unten kann es dann auch ruhig unausgeleuchtet bleiben, das ist mir relativ egal. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ach so. Na gut, das passt ja. Ich darf nämlich heute noch etwas nicht verpassen. Nämlich die Müllabfuhr. Und das ist wichtig. So. Gut. Wenn waren ich eigentlich so weit, dass wir alles wieder terraformen wollten. Also nur, wie wenn wir dann hier die ganzen Löcher, die da sind, stopfen. Mit welcher Erde? Und mit welchem Stein oder sonst was?